Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem kleinen Video der etwas anderen Art. Ich möchte mich in diesem Video bedanken. Recht herzlich bedanken für diese unfassbar tolle Zeit. Es ist jetzt knapp einen Monat her, dass ich diesen Kanal habe und ich bin von dem Start und wie es alles angelaufen ist und ankommt, wirklich begeistert. Ich finde es sehr schön, dass sich prompt Menschen gefunden haben, die sich das hier anschauen, was ich so mache, die auch anscheinend damit zurechtkommen, dass ich einen relativ niedrigen Anspruch habe. Ich versuche natürlich meine Videos so gut wie möglich zu produzieren und rauszuhauen, alles mit dem Ton abzumischen und zu schneiden und so und gute Musik zu finden, die ich drunter legen kann. Aber ich habe ja doch den Anspruch, dass ich halt das spiele und Let's Play, was mir Spaß macht. Und dass ich da nicht immer so der Beste bin, wie man eventuell schon mal sehen konnte in dem ein oder anderen Minecraft-Online-Video. Klar, ich bin kein Skiller, aber ich freue mich umso mehr, dass ich trotzdem Menschen finde, die es anschauen. Mein Dank geht als allererstes mal an meine 16 Abonnenten. 16 Leute, die sich das hier anschauen. Ich finde es umwerfend. Ich bin auch deswegen hier auf diesem kleinen Minecraft-Startbildschirm, weil ich einfach sonst nichts wusste, was ich euch zeigen soll, als das hier. Weil damit habe ich angefangen vor einem Monat. Und das wird es auch weiterhin geben. Ja, vielen Dank an meine Abonnenten, an die Klickzahlen. Ich habe mittlerweile auf das erste Video 79 Klicks. Das ist für mich als ja, Amateur-Let's Player unglaublich viel. Eingehen möchte ich auch auf meine Reichweite auf Facebook. Die ersten Tage waren sensationell. Ich hatte eine wöchentliche Reichweite von 324, wenn mich nicht alles täuscht. Das war, glaube ich, meine höchste Zahl. Wow, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Denn vielen Dank an so Leute wie allererst Trinkgenuss, die immer da ist zum Aufnehmen, die da den Spaß mitmacht. Die mir geholfen hat, mich in meine Programme reinzuarbeiten. Ich nehme ja mit Bandicam auf, schneide mit Videopad. Die hat mich da eingearbeitet, jedenfalls im Videopad hat sie mich eingearbeitet. Bandicam habe ich selbst rausgefunden, zum Glück. Vielen Dank an Trinktinus. Vielen Dank auch an den guten Micha93 für die Inspiration. Der hat ein paar Tage vor mir angefangen. Ich fand das so geil. Hab einfach nachgezogen und versucht das auf meine Art und Weise hier zu präsentieren. Vielen Dank an dich, Micha. Vielen Dank an Lisa, an die Reliktchimäre. Genauso wie an Micha auch Inspiration und für die Zeit zum Aufnehmen. Dass ihr so großartige, wirklich gute Freunde und Mitspieler seid. Vielen Dank an euch beide. An euch drei im Endeffekt, denn ja, vielen Dank für meine Follower auf Twitter. Auch wenn es aktuell nur 8 sind, aber ich weiß, Twitter ist nicht so das Medium, auf dem ich jetzt übelst viel schreibe. Da werden halt die einzelnen Folgen veröffentlicht und das war's. Trotzdem auch da vielen Dank an ja, meine paar Twitter-Follower. Vielen Dank an die Leute, die mich auf Facebook geliked haben. Sind ja mittlerweile auch schon 11, 12 Leute. Also immerhin mehr als die Hälfte von meinen Abonnenten. Das finde ich auch großartig. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank an alle, die sich meine Videos anschauen. Die auch an die neuen, die ich gar nicht kenne. Andere Let's Player. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen was. Ich bin da mit einem Menschen in Kontakt. Der wird aber jetzt noch nicht mehr verratet. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Klickzahlen habe ich. Abonnenten habe ich. Vielen Dank an, weiß ich nicht, an irgendjemanden noch da draußen, der sich, ach, vielen Dank auch nochmal, wie schon, ich glaube, in der zweiten Folge von Minecraft Survival angesprochen, an den guten Phänomix von Let's Player Support. Ich werde euch alle genannten Kanäle, insoweit es die gibt, unter diesem Video verlinken. Vielen Dank auch an dich, lieber Phänomix, für das Vorstellen meines Kanals vor 4 Wochen damals in deinem Video. Das ist ein ganz großartiger Kanal, eine ganz großartige Community darunter, die sich dahinter verbirgt. Ja, gute Arbeit macht ihr auf jeden Fall. Ja, vielen Dank an alle meine Freunde, die mich unterstützen, die mit mir aufnehmen. Die drei wichtigsten habe ich genannt. Ah, nicht zu vergessen Basti natürlich, der mit mir Left 4 Dead aufnimmt. Da werden auch noch in Zukunft andere Spiele kommen. Um noch ein bisschen was zu verraten für die, die es bis dahin angeschaut haben. Es wird in Zukunft, das wird, also ich nenne es mal langfristig. Es dauert noch ein bisschen, bis das passiert, aber es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ich habe vor, mit Facecam aufzunehmen. Ich habe vor zu vloggen. Ich habe vor, ein bisschen mehr Real Life zu machen. Vielleicht,
Ja, mal schauen. Wenn euch das gefällt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr sowas sehen wollt oder nicht. Ich bin mit meiner Sprache am Ende, meinem Latein am Ende. Ich finde schön, dass ich auch jetzt nach 4 Wochen Videos produziere, nach über 30 Videos, immer noch Menschen finden, die meine Videos anschauen. Das verraten mir die Klickzahlen. Klar, es sind aktuell nicht mehr so viele wie anfangs, aber ich finde schön, dass ich gerade an den Wochenenden Menschen die Zeit nehme und sich das hier reinziehen, was ich so mache. Vielen Dank an alle, die mich in irgendeiner Weise unterstützen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so oder mich toll findet oder schlecht, lasst es mich wissen. Ich habe ja alle möglichen Plattformen, wo ihr mich anschreiben könnt. Und dann freut euch auf die nächsten Monate. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird viel kranker Scheiß kommen. Viele Sachen, die mir Spaß machen, die hoffentlich auch euch Spaß machen werden. Und dann soll es das gewesen sein für dieses viel zu chitschige lange Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.